Leute, ich habe eine Huge Pink Balloon Cat und du kannst vielleicht auch noch eine bekommen, ohne dafür Robux ausgeben zu müssen. Wie ich an die Balloon Cat gekommen bin, erkläre ich in diesem Video und schaut euch sie mal an. Die Huge Pink Balloon Cat existiert aktuell 31 Mal, wahrscheinlich existiert sie inzwischen schon ein bisschen öfter als 31 Mal, aber 31 Mal steht hier gerade. Die hat Strength 5, also ist sie auf jeden Fall doppelt so stark wie dein stärkstes Pet. Und sie ist noch nicht im Index drin, weil das Pet, das wurde ziemlich heimlich von Preston hier neulich erst hinzugefügt, Alter. Wenn ich hier durchscrolle, ist hier nirgends die Huge Pink Balloon Cat zu sehen. Die wird noch zum Index hinzugefügt, weil das Ding ist einfach in der Nacht- und Nebel-Aktion gestern passiert, beziehungsweise während ich das hier aufnehme, jetzt gerade erst rausgekommen. Oh, hier hat sich noch einer die Huge Pink Balloon Cat gegönnt. Ich frage mich, für wie viele Gems die weggeht, aber ich will sie gar nicht verkaufen. Stattdessen möchte ich sie verlosen. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt die Huge Pink Balloon Cat habe? Naja, vor ein paar Tagen hat Roblox ein neues Feature rausgebracht, und zwar Limited U-Items. Limited U's gab es eigentlich schon immer, aber jetzt gibt es Limited UGC-Items. Das sind alles Items, die von UGC-Creatern, also normalen Roblox-Creatern, erstellt werden. Zum Beispiel dieser Red Fashion Hat, der super hässlich aussieht. Ich weiß nicht, wer sowas tragen möchte. Der ist super simpel, super hässlich. Er verlangt 100 Robux dafür. Ist auf 500 Stück limitiert und Leute kaufen sich das einfach, weil es limited ist. Das zeigt für mich schon mal ein großes Problem mit diesem Feature auf. Aktuell, weil es ein neues Feature ist, gibt es Leute, die kaufen die Dinger wie blöd. UGC-Creator werden reich und machen dementsprechend eigentlich alles richtig, aber die Leute sind so blöd und kaufen, kaufen, kaufen. Nach einem Monat kann man die Dinger dann nicht wieder resellen, wenn man Roblox Premium hat, ist glaube ich die Voraussetzung. Und es könnte sogar sein, dass die Dinger teurer weiterverkauft werden am Anfang, aber sobald das Feature ein bisschen länger draußen ist, bin ich mir sehr sicher, die Dinger werden alle an Wert verlieren, weil dann werden die Leute endlich einsehen, dass so ein Müll hier keine 100 Robux wert ist. Oder wenn wir hier einfach mal durchscrollen, was es alles so für Müll gibt und wie teuer der teilweise verkauft wird. 1000 Robux für eine Golden Dagger Aura. Oder 10.000 Robux, für was soll das bitte sein? Royal Cape of Cookies. Dafür 10.000 Robux. Niemand hat das bisher gekauft. Sehr gut. Also wenn das jemand kauft, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich gut denkbar, dass das aktuell Leute kaufen, weil es ein neues Feature ist und Leute denken, die kriegen ihr investiertes Geld schnell wieder raus. Was es aber auch gibt, was dem Feature natürlich sehr viel mehr Hype gegeben hat, sind Free UGC Limiteds, die halt kostenlos einfach claimbar sind, und zwar so viele wie man will. Da ist natürlich dann das Problem, da man so viele wie man will claimen kann und es Leute gibt, die wissen, wie man codet, wurden die alle praktisch weggebottet. Irgendein UGC-Creator kündigt an, dass ein Free-UGC-Item droppen wird. Dann laden sich die Leute die Seite, lassen die einfach ihr Skript durchlaufen, das dann einfach kauft, 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 wenn die Dinger raus sind. Und so werden die Dinger dann gesniped und hundertfach von einzelnen Spielern gekauft, sodass niemand Normales die Dinger bekommen kann. Roblox hat inzwischen was dagegen gemacht, die haben dann Debounce hinzugefügt. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, weil ich persönlich versuche gar nicht, diese Dinger zu bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit mir zu gering ist und ich gar nicht darauf warten möchte, bis wieder was released. Aber wenn ihr so ein Free Limited Item haben wollt, dann habt ihr jetzt die Chance. Ihr könnt einfach auf Twitter gucken. Da gibt es, glaube ich, einen Twitter-Account, der die Leute immer informiert, wann neue Free Limiteds rauskommen. Und dann könnt ihr auch versuchen, welche zu bekommen, weil die könnt ihr später wieder weiterverkaufen für Robux. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. Das wird nur die Zukunft zeigen. Aber neben diesen ganzen Limited UGC Items, die hier rausgehauen wurden, die teilweise unverschämt teuer sind, teilweise waren da auch ein paar coole Dinger bei, das muss ich zugeben. Ein paar hätte ich gerne gehabt, aber habe ich leider nicht bekommen. Das hier war zum Beispiel ein Free-Ding, das ist dementsprechend sofort weg gewesen. Ist hier halt echt viel Müll drin. Und hier ist die Pink Balloon Cat von Built Into Games. Diese Pink Balloon Cat, die wurde von Preston online gestellt. Heute Nacht, beziehungsweise wenn ihr das seht, vielleicht gestern, ich weiß nicht, wann ich das Video online bringe, ging das Ding online für 5000 Robux. Und normalerweise kaufe ich ja nichts für 5000 Robux. Aber in dem Fall dachte ich mir, und ich habe da echt sehr lange mit mir gerungen. Ich kratze die Robux zusammen, damit ich ein Video drüber machen kann und damit ich das Ding verlosen kann. Wie ich die Robux zusammengekramt habe, zeige ich euch jetzt noch einmal. Und nicht vergessen, einer von euch ist vielleicht so glücklich und bekommt diese Huge Pink Balloon Cat, weil ich kann damit nichts anfangen. Okay, hier ist die Pink Balloon Cat. Sie kostet 5000 Robux. Es gibt 7500 Stück davon. Ich habe nicht genug Robux dafür. Augenblick. So, ich aktualisiere immer die Seite. Jetzt habe ich 4000 Robux, mir fehlen noch 1000. Dann zeige ich mir noch einmal kurz alles aus, was im Club based ist. Also 5, 9, 6 Robux.
Aber auch das reicht nicht. Ich habe erst 4700. Ich muss Crafter fragen. Ich muss Crafter fragen, weil mir fehlen einfach noch Robux. Ist Crafter online? Crafter ist hier laut Roblox auf der Webseite, aber er ist halt nicht auf Discord online. Wow. Ich habe noch Robux auf anderen Accounts, aber die rüber zu bekommen, das dauert 2 Wochen. Und die 2 Wochen habe ich nicht. Also muss ich jetzt tatsächlich Robux kaufen. Dann machen wir das mal. Gekauft. Zahlung abgeschlossen. Ich aktualisiere die Seite. Gehe jetzt auf Kaufen. Oh, das tut mir weh. Ah, das tut mir weh. Und ich habe sie. Ich habe die Limited U Pink Balloon Cat. Dann gehen wir einmal rein in Pet Simulator X und... Jetzt, wenn ich in Pet Simulator X ankomme, bitte sag mir, one UGC has been added to your inventory. Congrats! Ja! Damit habe ich jetzt die Huge Pink Balloon Cat mit Strength 5 sogar. Oh, immerhin. Dann gucken wir mal, für wie viel das Ding auf dem Trading Plaza weggeht. Gehen wir direkt zu dem Pro-Server drüber. Der Pro-Server ist ziemlich leer. Was ist denn hier los? Aber ich weiß halt echt nicht, für wie viel die Huge Pink Balloon Cat weggeht. Ich meine, 31 davon existieren gerade. 31. Es werden natürlich davon erstmal 7500 existieren. Aber auch 7500 ist echt limitiert. Ich überlege gerade, ob ich das Ding hier einfach in den Stand reinpacke. Wisst ihr was? Nee, das wäre so eine Verschwendung. Das wäre so eine Verschwendung, das Ding jetzt hier auf dem Trading Plaza an random Leute zu verschwenden. Ich würde sagen, ich verlose die Huge Pink Balloon Cat und du kannst sie gewinnen. Wenn du die Huge Pink Balloon Cat gewinnen möchtest, musst du auf meinen Discord-Server joinen. Ich kann euch das einmal zeigen. Wenn ihr auf meinem Discord-Server raufkommt, dafür wechseln wir einmal rüber zu Discord. Und wenn ihr auf meinen Discord-Server raufjoint, dann seht ihr zuerst nur den Verification-Channel. Im Verification-Channel könnt ihr hier auswählen, dass ihr die Regeln gelesen habt. Dafür klickt ihr hierauf. Und danach könnt ihr auswählen, dass ihr die Regeln akzeptiert habt. Wenn ihr das beides getan habt, dann kriegt ihr Zugriff auf diese Public Section. Hier in der Public Section werde ich hier im Verlosungs-Channel dann eine Verlosung starten, die sieht so aus wie das hier zum Beispiel oder wie das hier. Da klickt ihr einfach auf diesen Button, um an der Verlosung teilzunehmen. Aktive User haben höhere Gewinnchancen, weil aktive User haben dann hier auf dem Server schon Tier 2, Tier 3, was auch immer. Und wenn die Verlosung dann ausläuft, dann wird hier sowas stehen, Glückwunsch an, die Gewinner der Verlosung halt, und ich werde euch zu einem Support-Ticket hinzufügen. Deswegen ist es übrigens wichtig, dass ihr die Regeln auch als akzeptiert markiert, weil anders kriegt ihr gar keinen Zugriff auf die Support-Section und anders könnt ihr an der Verlosung gar nicht teilnehmen. Wenn ihr dann an der Verlosung teilnehmt und gewonnen habt, dann werdet ihr hier oben zu einem Ticket hinzugefügt. Da werde ich euch anpingen und schreiben, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du hast 12 Stunden Zeit, um mir deinen Roblox-Namen zu schreiben. Und dann schicke ich dir das Hugepad. Außerdem könnt ihr auch gerne auf dem Discord-Server draufbleiben. Hier im Ankündigungs-Channel wird es dann bald irgendwann mal Ankündigungen geben, wenn es irgendwas Wichtiges geben sollte. Den haben wir jetzt neu hinzugefügt. Früher dachte ich, brauchen wir nicht. Aber inzwischen gab es ein paar Themen, die wir schon gerne angekündigt hätten. Und jetzt noch nicht angekündigt haben. Also, wäre cool, wenn ihr auf meinem Discord-Server chillt. Hey, hier ist nochmal der Conny aus dem Schnitt. Und ich habe mir gerade gedacht, hä, ist der Conny aus dem Video denn komplett bescheuert? Die Huge Pink Balloon Cat, die ist an ein Limited gekoppelt. Das bedeutet, die ist gar nicht tradable. Ich kann die gar nicht an euch verlosen. Aber damit ich euch keine falschen Hoffnungen gemacht habe, werde ich trotzdem Huge Pets verlosen. Und zwar 2 Stück auf einmal. Ich werde einmal einen Huge Cupcake verlosen. Und an den zweiten Gewinner werde ich einen goldenen Huge Hellrock verlosen. Dann wird es 2 Gewinner geben. Die Chancen sind doppelt so hoch. Ihr bekommt trotzdem ein Huge Pet. Leider nicht das hier, weil das kann man leider gar nicht wegtraden. Vielleicht können wir in einem Monat darüber sprechen. Aber vielleicht will ich auch versuchen, meine Robux zurückzubekommen. Mal gucken. Ja, und falls ihr euch fragt, was passiert, wenn man das Ding hier de-equippt, verlasse ich einmal das Spiel. Gehe auf meinen Character, Accessories, Schultern und unequip dann einfach mal die Pink Balloon Cat und gehe dann nochmal zurück rein in Pet Simulator X. Jetzt bin ich auf dem Server und meine Huge Pink Balloon Cat ist auch schon wieder weg. Das bedeutet, man muss sie die ganze Zeit ausgerüstet haben, weil sie wirklich fest an das Limited gekoppelt ist. Wow. Der Link zu dem Discord-Server ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielleicht pinne ich auch einen Kommentar an, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich eher nicht. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!